habe allein schon richtig Schiss, auf die Bühne zu gehen. Ich bin auf der Bühne zuerst Entertainer. Jetzt oder nie, ich fühle diese Euphorie. Maite Kelly ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland. Ihre Lieder schreibt sie selbst und füllt inzwischen auch die großen Arenen. Zwei Jahrzehnte nach den Sensationserfolgen der berühmten Kelly Family hat sie eine ganz junge Generation erobert und verkörpert ein neues Frauenideal. So viel noch ungelebt, doch jetzt will ich es spüren. Heute Nacht schaust du mich, das an. Die gibt Vollgas auf der Bühne, ist total egal, ob das Make-up gleich verschmiert ist, ob die Haare nicht mehr liegen. Maite ist authentisch. Sie ist so, wie sie ist. Singklasse und da macht sie eine Riesenshow, das ist einfach wirklich grandios. Sie ist auch die zerbrechliche Frau, aber trotzdem auch die starke Frau. Sie baut fast schon rockklassisch ihre Songs auf, ohne jetzt den Schlager und den Bums, den Schlager braucht, zu vergessen. Mit Charme und Selbstbewusstsein bricht die mollige Maite das Rollenbild der Traumfrau auf. Ein Vorbild, mit dem sich viele Frauen identifizieren können. Ich war nicht das, the pretty girl, die Prinzessin, die die goldenen Teller erforderlich, sondern ich war eher die, die einen überrascht. Ich würde mich nie auf eine Bühne wagen, wenn die Absicht nicht ist, den Menschen zu erheben, der mich besucht, ihm das Gefühl zu geben, I did it all just for you. Ich habe alles gemacht, nur für dich. Volles Programm. Auf der Bühne gibt Maite alles. Popmusik mit Ohrwurm-Garantie. Ich glaube, die Leute, die wissen einfach, wenn sie ein Maite Kelly-Ticket kaufen, dann gibt es die Wellen und Dellen dazu. Und die können aber auch Spaß machen. Berlin. Hier wird Maite Kelly am 4. Dezember 1979 als zweitjüngstes Kind der Kelly Family geboren. Ihre Mutter stirbt, da ist sie gerade mal 2 Jahre alt. Der Vater wird zum wichtigsten Halt in ihrem Leben. Heute ist sie wieder häufiger in Berlin. In einem Studio in Kreuzberg nimmt sie neue Kinderlieder auf. Zusammen mit einem der ganz Großen in der Branche. Roland war für mich schon als Kind so einer der ganz großen Lieben, die ich im Schlager erleben durfte, musikalisch und auch ja, als ansprechende Figur. Denn das ist wie viel. Wir sind beide schon sehr frech und wir toben uns auch in dieser Frechheit auch aus. Sie ist eine ziemlich impulsive, aber sehr glaubwürdige Persönlichkeit. Beide sind Profis im Schlagergeschäft. Seit 5 Jahren arbeiten sie immer wieder zusammen. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Er weiß, wie man Unterhaltung mit Haltung über die Bühne bringt. Ich bin ein sehr distinguierter Mensch, der sehr ruhig agieren möchte, aber das gelingt mir neben ihr nicht. Nein. Das ist das schönste Kompliment, was ein Mann geben kann. Ne? Dresden. Maite Kelly tritt als Gaststar bei der Kaisermania auf. 25.000 Menschen strömen zu jedem Sommerkonzert ans Elbufer. Maite Kelly gibt nicht nur Konzerte, sie ist auch eine gefragte Songschreiberin. Ihrem Kollegen Roland Kaiser hat sie bereits einige Hits auf den Leib geschneidert. Maite Kelly hat nie eine Schule besucht.
Ihr Vater hat die Kinder selbst unterrichtet. Ich habe sehr früh sehr anspruchsvolle Bücher wohl gelesen. So eine Jane Austen natürlich mit 9 zu lesen, ist wohl für manche anspruchsvoll. Für mich war das völlig normal und ich habe sie geliebt. Ich bin wohl eines Tages zu ihnen gegangen und gesagt, Papa, ich möchte lesen lernen. Und ich dachte, okay, komm her. Und dann gab es ein Blatt, und so, The Cat Sat on the Mat, ne? T, und hat mir erklärt, das ist The, ja? Und ich so, oh, ist ja ganz simpel. Okay, danke, Papa. Und er sagte, ab dem Tag konnte ich lesen. Als Teenager hat Maite Kurzgeschichten geschrieben. Inzwischen ist sie eine erfolgreiche Autorin. Ihr Kinderbuch ist ein Bestseller. Kleine Hummel, bist mein süßes Glück, du bist mein Honigstern, auch wenn du krummelig brummst, habe ich dich hummelig gern. Die Hummelbommel sind für uns so die große Geschichte, die großen Reisen, die großen inneren, also innerlichen Reisen der Hummel. Mit der können wir die großen Fragen des Lebens nachgehen. Manchmal fragst du dich, was Liebe ist, wo sie wohl herkommt, wie sie wohl aussieht, wer sie wohl ist. Die Fragen nach Glück und Liebe. Für Hummel Bommel sieht Maite die Welt durch Kinderaugen. Also mein Vater hat immer gesagt, ich bin eine Kinderliedermacherin eher, als dass ich eine Liedermacherin bin. Er sagte, you write lullabies. Das sind wohl die schwierigsten Songs zu schreiben, sind Kinderlieder. Witzigerweise, ich sage auch Schlager, also das, was ich für Erwachsene mache, sind eigentlich Kinderlieder für Erwachsene. Mit mehr als 200.000 verkauften Exemplaren gehört das Buch zu den erfolgreichsten der Kinderliteratur. Letzte Woche sind wir eingestiegen auf Nummer 6 in der Spiegel-Bestsellerliste. Also die ist unsere zweite Spiegel-Bestseller-Buch. Und wir sind so ein wir sind erstaunt. Papa, das Leben hat es dir nicht leicht gemacht. Und doch hat es dich nie verbittert. Papa, das Schicksal hat dich oft betrogen. Denn Kelly zieht mit Familie im Bus durch Europa. Ein eingefleischter Hippie. Die Kinder wachsen wie fahrendes Volk auf. Freiheit war immer was Faszinierendes für meinen Vater. Er war immer ein suchender Mensch. Und zuerst war die Intention, auch aus dieser Reise, ich will meinen Kindern mal so für ein paar Monate Europa zeigen. Die Kelly-Family wird nirgendwo sesshaft. Alle Kinder unterrichtet der Vater selbst. Wichtigstes Fach im Lehrplan ist Musik. In Rom ist es quasi passiert, man hat uns wohl alles weggeklaut, außer Instrumente, die blieben im Auto. Und daraufhin haben die Kids und mein Vater dann im Restaurant, es gibt ja immer diese, die immer zu diesen Restaurants gehen und spielen. Und da warfen die Leute wohl total viele Münzen auf uns zu. Und am Ende des Abends hat mein Papa so eine Dose Geld gehabt und gesagt, Kids, unser Leben hat sich verändert. Aus dieser Not wurde ein Lebensweg. Es ist kein normales Familienleben gewesen. Wir haben im Bus gelebt, wir haben gereist, wir haben halt im Hausboot gelebt, wir haben keine Schulen besucht. Also wir waren komplett anders als normale Familien. Ihren Unterhalt bestreiten die Kellys als Straßenmusiker und Bänkelsänger. Es gab die großen Kellys und die kleinen Kellys. Es gab zwei Gruppen und ich gehörte zu den kleinen Kellys, Barbie, Patrick, Angel und ich. Und in dieser Truppe war ich das ganz normale Kind. Laut, ungehorsam und ich wollte spielen. Als Kind hatte es Maite nicht einfach. Sie war so die kleinste, mollige, die immer Aufmerksamkeit wollte, weil alle auf Paddy geachtet haben oder auf den Jüngsten und so. Und sie war so dazwischen. Das ist nicht einfach als Mädchen, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe tatsächlich ein Stück weit den schwarzen Schaf-Muster-Syndrom bekommen. Ich war ein bisschen der schwarze Schaf.
Die Hippies sind zwar längst aus der Mode, die Kellys pflegen aber weiterhin ihren unkonventionellen Lebensstil. Diese spezifische, wenn man so will, Kultur des fahrenden Volks, dieser Sehnsuchtsorganisation über das Hippieske, über das Zigeunerhafte, das war nicht wirklich populär im deutschen Pop. Die Kellys standen eben für das Gegenkonzept und die Musikindustrie im Mainstream hat es versäumt, die überhaupt ernst zu nehmen. Man kann jetzt auch sagen, gut so, dann sind sie wenigstens nicht verdorben worden. Mein Vater hatte eins, was die wenigsten Menschen haben, ist, er hatte keine Angst. Er hat frei ohne Angst gelebt. Und das mit einer großen Familie und kein Geld. Das war eine völlig andere Lifestyle. Und dieses Hippie-Lifestyle war großartig, es war frei, aber wir wussten, es hat auch einen Haken. Und das ist nämlich, es gibt keine Sicherheit. Weil so schön wie die Straße ist, ist das Problem, if you don't break the streets will break you. Wir wollten den Erfolg, wir wollten in die großen Hallen. Von der Straße auf die Bühne, vom Marktplatz in die Konzerthallen. Die Kellys erobern ihr Publikum von der Straße aus, kämpfen um Anerkennung in der etablierten Musikszene. Es gab dieses ganz berühmte Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle. Wir haben die gefühlt, wir haben auf der Straße gespielt, wir haben so genannt Guerilla-Werbung gemacht, auf der Straße, direkt Tickets verkauft und Flyer verteilt. Die günstigsten Tickets haben dort 5 Mark gekostet. Hauptsache, die Halle war voll. Und dann war die voll. Für mich war das Besondere einfach, dass wir für uns einfach unglaublich war, erstmal in einer Halle zu spielen. Also wir waren nicht diese Straßenköter, sondern wir waren eine offizielle Pop-Rock-Band, die diese Halle gemietet hat und es auch noch vollbekommen. Also das Gefühl von, bisschen wie Pinocchio, du bist ein Junge. Was wir machen, ist was Ernstes. Das Konzert 1994 in der Westfalenhalle ist der Durchbruch. Die Popband erobert die Teenagerherzen im Sturm. Die Fans sind im Durchschnitt 11 Jahre alt und fallen reihenweise in Ohnmacht. Tekken, das kommt jetzt jeden Tag vor und Kellys nicht. Dann wurde er auf einmal schlecht? Ja, dann wurde ich da rausgetragen. Wäre es denn da nicht besser, wenn du ganz rausgehst, ein bisschen an die frische Luft? Nee, ich würde das mitkriegen. Mit Folklore-Balladen und romantischen Popsongs werden die Kellys zu Superstars. Die Alben verkaufen sich millionenfach. Bis zu 15.000 Fans besuchen die selbstorganisierten Konzerte. Es gab Hysterie, es war verrückt. Wir konnten sich einmal auf der Straße fast nicht mehr frei bewegen. Es war manchmal schwer mit anzusehen, wenn einfach Kids aus der Menge gezogen werden, weil sie in Ohnmacht fallen. Ich weiß nicht, wie oft mein Vater mich geschickt hat nach IKEA und ich habe irgendwie 50 Schlafsäcke gekauft, weil wir draußen Schlafsäcke verteilen mussten, damit die Kids nicht frieren. Nach 18 Jahren Straße, Höhen und Tiefen kam der kommerzielle Durchbruch. Und das Ding ist durch die Decke gegangen. 94, das Album Over the Hump, war Maximum Erfolg. Mehr kann man sich nicht wünschen als Musikband. Und wir wussten das. Und dann kam der Erfolg. Und dann waren wir natürlich auch überrascht. Nicht überrascht, aber wir waren stolz. Dieser absolut smashende Erfolg, das war für Kinder offenbar wie eine Prise Heroin. Und zwar intravenös. Und das war wirklich wie eine Ladung Weltveränderung und Sehnsucht. Unsere Schwester, Maite! Als kleine Schwester steht die pummelige Maite meist in der zweiten Reihe. Mit eigenen Songs gelingt ihr aber der Schritt ins Rampenlicht. Der Erfolg bringt der Familie märchenhaften Reichtum. Ihr Hausboot in Köln wird zur Pilgerstätte. Für viele Kinder ein Sehnsuchtsort, im Gegensatz zum spießig empfundenen Elternhaus. Den Kellys wird es irgendwann zu viel. Sie ziehen sich zurück auf ein Schloss vor den Toren Kölns. Die Kellys sind angefeindet worden, die singen der Altkleidersammlung. Das hat sie eigentlich nur noch stärker gemacht. Also, dass dahinter auch Geldmaschinen stecken, unbenommen. Undurchsichtige Geldgeschäfte, Ärger mit Behörden, Alkoholprobleme. Der Niedergang ist nicht aufzuhalten.
Vater Dan wird krank, seine Autorität schwindet und die Kinder wollen endlich auch mal eigene Wege gehen. Die Familie ist zerstritten und bricht schließlich auseinander. Schloss Gymnich kommt unter den Hammer. Das Märchenleben der Kellys hat kein Happy End. Nach mehreren Schlaganfällen stirbt das Familienoberhaupt. Die Family war Maites ganzes Leben. Ja, mein Vater war mehr als nur Vater. Ne? Er war die Hauptfigur. Ne? Erstens war er Vater und Mutter. Er war beide Elternteile. Ja? Dann, weil mein Vater war Manager, er war Visionär. Er wusste auch, welche Lieder gut sind. Er hat das wirklich sehr gut inhaltlich gelenkt. Mit ihm ist die ganze Kelly-Familie auch gestorben. Stirbt nie und doch ist sie immer zum Sterben bereit. Mein Vater war auch eher wie ein Staatsoberhaupt, verstehen Sie? So ein bisschen wie ein König, der stirbt und es gibt keinen Nachfolger. Papa. Maite muss ihr Leben nun selbst in die Hand nehmen. Ich bin erstmal nach Afrika gegangen und habe da mit Kindern gearbeitet, als Kindererzieherin. Und habe Florent kennengelernt. Florent Raymond ist IT-Techniker und arbeitet auch als Model. Das Paar heiratet 2005 und bekommt 3 Töchter. Ich wusste, ich wollte junge Mutter werden. Spürte, das ist die Zeit. Und hatte großen Glück, dass ich in dieser Zeit mir die Zeit genommen hat für die Mutterschaft und hat ein sehr simples Leben gelebt, geführt und war glücklich, sehr glücklich. Aber für mich war es klar, die Popwelt wartet nicht auf die kleine Dicke von den Kellys. Deswegen werde ich es gar nicht mal probieren. Köln, der Musical Dome. Hier soll die Premiere des amerikanischen Erfolgsmusicals Hairspray stattfinden. Die Produzentin sucht händeringend nach einer Hauptdarstellerin für die Rolle der Tracy an der Seite von Uwe Ochsenknecht. Ein Mädchen aus einem Arbeiterviertel, das durch eine Castingshow zum Superstar wird. Aschenbrödel, für Maite Kelly die Rolle ihres Lebens. In dieser Zeit des Castings hat mein Mann seinen Job verloren und Ich war noch in der Kirche, dann sind wir rausgegangen und gesagt, Florian, mach dir keine Sorgen. Ich habe verstanden, ich werde die Rolle bekommen. Ich weiß nicht warum und ich will die eigentlich nicht machen, weil ich kann die nicht, aber ich werde die Rolle bekommen. Und wir schaffen das. Und dann habe ich die Rolle bekommen und ich habe sie auch angenommen, weil ich wusste, in 3 Monaten haben wir nichts mehr auf dem Konto. Sie muss singen, tanzen und schauspielern. All das hat sie vorher noch nie gemacht und wächst über sich hinaus. Es war eine große Herausforderung. Ich hatte 6 Wochen, was zu lernen, was gestandene Musical-Darsteller auch erstmal lernen müssen und packen müssen. Sie muss sich nicht nur als Schauspielerin behaupten, die Rolle strapaziert sie auch persönlich. Ich hab jetzt 4 Kilo abgenommen. Und eine Größe bin ich weniger. Aber ich bin schon so groß, ich glaube 10 Kilo gehen runter und ich bin immer noch die Dicke. Ich bin Tracy, ist meine Geschichte. Tracy funktioniert nur als Rolle, wenn man es ihr 100% abkauft und man völlig vergisst, dass sie ein Bäuchelein und ein Popöchen hat. Weil sie strahlt mit ihrer Persönlichkeit so viel, dass sie wirklich alles andere mit einer Selbstverständlichkeit verpackt. So dass man sagt, ja, she's a star, she's a special star. Schon früh hat sich Maite Kelly selbst um ihre Garderobe gekümmert. Also die Stoffe, die ich suche, ist für die Bühne. Also Bühnenkostüme designe ich quasi in Couture. Im Keller habe ich ein riesen Atelier. Jetzt, weil ich sehr vorausschauend arbeite, arbeite ich jetzt schon an die Kostüme für die nächste Tournee und für die Fernsehauftritte. Ich habe auch der Barbara, die kennt mich ja. Die hat immer, wenn sie besondere Stoffe findet, dann legt sie mir gerne was zur Seite. Der ist sehr, sehr, sehr schön. Ich gehe zu Barbara, weil die Stoffe immer so toll sind. Und sie hat halt so ein
eine Schatzgrube. Das ist funny stuff, mega. So, dann wäre das hier der quasi der Blazer. So ist es, genau. Du brauchst den Stoff, der hier ist, weil der wird hier, der, das wird ja, ja... Das heißt, also das wird hier alles hier Paillette, ne? So, und du möchtest hier den anderen Stoff haben. Genau. Verstehe ich dich. Meinst du, wir sollten den Crepe Satin, den ich vorhin in den Händen hatte, holen? Bei mir sind meistens die Schnitte sowieso mal gleich. Also meistens gibt es so einen ganz idealen Schnitt. Und die Variationen hängen einfach vom Stoff ab. Also ein guter Stoff gibt so viel her, sagt so viel aus. Genau wie ein guter Songstoff oder Storystoff. Ja. Und Barbara hat immer so Stoffe, weil das hier so ein Laden ist, der sieht von außen wie so ein Rammschaden. Aber hier ist es eine Goldgrube. Man muss sie nur finden. Was ich gut finde, ist halt dieses Stretch, ne? Ja. Weil es ist nude, ja. Aber doch nicht nude. Und auch in deiner nude. Bewegung geht das dann mit und du hast nicht das Problem, also dass es stoppt. Also bei mir ist immer bei der Bühnenshow, ne? ich muss bewegen können. Ja, und geht ja nicht anders. Einerseits darf ich keine Haut zeigen, möchte ich nicht, aber einerseits kann man ja nicht völlig zu sein. Ich muss atmen können und trotzdem, ja, aber hier ist der ja ist nicht super, viel, ja. Von denen nehme ich auf jeden Fall was. Du kennst dich, Baba, ich bin nie konventionell und ich versuche nie schlank auszusehen. Ich will nur schön aussehen. Du stehst zu dem, wie es ist. Ja, klar, ist schlank so. Soll es ja auch sein. Ja. Bringt doch gar nicht. Ist auch viel zu mühsam. Viel zu, den das hier, ist den super. Den Grace. Mein Vater war ein großer Freund von Drama. Big Blouses, big. Big, big Drama. Drama. Mhm. Und wir hatten eine Zeit lang, hatte meine Schwester alles in Samt gemacht. Und ich habe zu Papa gesagt, Papa, dieses ganze Samt, das ist eine Katastrophe. Und das sagte, mir geht's genauso, ich find's ganz schrecklich. Okay, wenn du schon so eine freie Schnauze hast, was bietest du an? Und ich sagte, Papa, wir müssen irgendwie Richtung, müssen kerniger werden. Ich sagte, okay, dann bist du ab jetzt die Designerin. Was schlägst du vor? Ich mache mir so ein Drama-Ding. Ja, ja. Von dem mache ich für die Talkshows lasse ich mir so ein schönes Rock und ist für Interviews so ein Sitzrock, der richtig puffy ist. Ja, wollte ich gerade sagen. So ein Puffy, wo Luft ist. Es gibt drei Kategorien. Es gibt die Interview-Outfits. Es gibt die roten Teppiche. Ist auch wieder ganz anders. Und Bühne ist immer alles, was elastisch ist. Und ein bisschen wie ein Body ist perfekt. Aber der hier ist wunderschön und der kostet auch nur 9 Euro Meter. Und während in der Presse stand, wie Kellys sind so Altkleidersammlung, schneiderte ich für meinen Vater Blusen im Wert von 3.000 Euro. Und das war das Paradox von, und das Interessante, aber das Schöne ist, das Publikum, was zu unseren Konzerten kam, die haben gemerkt, irgendwas ist da richtig. Die spüren, mein Papa sagt immer, people feel the love. Die spüren die Liebe. Mitten in Köln, auf dem Neumarkt, gastiert der Zirkus Roncalli. Ein vertrautes Umfeld seit Kindertagen. Ihr Vater war mit Zirkusdirektor Bernhard Paul eng befreundet. Ich habe meinen Vater sehr gut verstanden. Wir waren wie Brüder. Also zwei Poeten, ne? Immer gegenseitig geholfen und Dings und getroffen und es war immer... Du hattest damals aber auch, er hatte einen ziemlich harten Winter. Ich glaube, du hattest damals finanzielle Probleme und mein Papa ist mit uns auf der Straße gegangen und wir haben gesungen und ist nach Hause gekommen und hat mit einem Sack Geld und so, hier, das war in Wien. Jetzt kannst du starten. Ne? Ja, ich kann mich genau erinnern. Es war in Wien und wir konnten die Stromrechner nicht zahlen und die hätten uns den Strom ausschalten und das hat da Vater mitgekriegt und ist mit den Kindern in die Stadt, überall hin und kam mit so einem Sack Kleingeld. Ja. Der war kaum zum Tragen. In den 70er Jahren entdeckt Bernhard Paul die Kelly Family in Wien. Er bietet den Straßenmusikanten spontan einen Auftritt in seinem Zirkus an. Daraus wird eine lebenslange Freundschaft. Die Kellys werden immer wieder ins Programm eingebaut. All das, was ich im komödiantischen Bereich auf der Bühne trage, kommt aus dem Zirkuserlebnis und aus dem, eigentlich aus der Begegnung mit dir, Bernhard. Alle Elemente, das Lachen, das Staunen, das Faszinierende,
Kostüme, Schönheit, all das dient, um Zwischentöne lebendig zu machen. Jeden Abend, auf den Punkt. To create magic, also Magie zu kreieren, die aber das Herz berührt. Das Lachen hat Maite nicht verlernt. Auch nicht seit der Trennung von ihrem Mann 2017. Signorita o Signora? Ich bin wieder Signorita. Aber wir haben drei Kinder. Das ist wunderbar, ich bin, oder? Ich bin eine teure Signorita. Ich habe drei Mädchen. Hallo. Alles klar? Alles klar. Ich habe auch eine Zeit lang Clown gemacht für Ben. Clown werden ja oft unterschätzt. Clown sind ja eines der schwierigsten. Aber was es unbedingt braucht, ist Talent. Und das hat sie. Komisches Talent. Unglaublich. Als Zirkus-Clown macht Maite Kelly erste Erfahrungen mit Solo-Auftritten. Über Jahre hinweg geht die Kelly-Family gemeinsam mit dem Zirkus Roncalli auf Tour. Was ich mit Zirkus beziehe, ist eher ein Ensemble. Also was ich auf der Bühne mache, ich habe eine Band, ich habe ein Team, aber ich bin das Hauptgesicht, was den Abend tragen muss. Was sehr schön ist in einem Zirkus, ist natürlich, ist man trägt sich gegenseitig. Ich weiß noch damals, als du mich gefördert hast zum Clown, du hast gesagt, Maite, du bist ein Natural Clown, du bist ein natürlicher Clown. Du bist ein natürlicher, komischer Mensch. Entweder man hat das oder hat es nicht. Man hat es oder man hat es nicht. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Ein trüber Tag im März 2018. Aber ein Höhepunkt für Maite Kelly. Im Rahmen des Literaturfestivals Lit Cologne findet eine Lesung mit Maite Kelly statt. Und natürlich liest sie nicht nur. Für den Auftritt probt sie auch einige Lieder. Du wirst es verstehen, du wirst bald wissen, dass du fliegen kannst. Du bist du, du bist du. Die Bücher, die mich am meisten als Schreiberin bewegt haben, geprägt haben, handwerklich sogar geformt haben, sind Kinderbücher. Zusammen mit ihrer Freundin, der Schriftstellerin Britta Sabak, übt Maite Kelly die Dialoge mit verteilten Rollen. Läufst du erst nach Hause? Mit deinen winzigen Flügeln kannst du doch nie und nimmer fliegen. Vor Kindern lesen ist immer einfach ein großartiges Erlebnis, weil Kinder sind ehrlich und man muss sie natürlich auch packen. Brumm, 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 nochmal. Brumm, brumm. Und die brumm. Papas auch. Brumm, brumm, brumm. Also wir sitzen meistens auf dem Boden oder haben ganz viele Kissen um uns rum. Viel Macchiato, viele Schokokekse. Wir hatten auch mal Obstsalat, aber ich glaube, den haben wir nicht gegessen. Wir haben oft die gleichen Bilder. Oder sie sagt einen Anfang vom Satz und ich beende das. So eine Harmonie, so eine Einheit gibt es nicht immer. Warum sind meine Flügel so anders? Fragt die kleine Hummel und blickt staunend auf Maries Flügel. Deine Flügel sind groß und bunt. Aber die Farbe und die Punkte sind doch nur eine Warnung, antwortet Marie Marienkäfer. Das soll allen zeigen, dass ich bitter schmecke. So werde ich nicht so schnell gefressen und jetzt huschusche aus dem Weg, sagt Marie und fegt weiter. Wir dachten, wir machen was Nischiges, pädagogisch wertvoll, was ja immer noch so ist. Wir hatten kein Marketingbudget, gar nichts. Das hat sich wirklich von, ja, verselbstständigt. Ne? Wir haben gesagt, bitte, bitte lass uns doch bitte genug Bücher verkaufen, um weiterzuschreiben. Das ist dann auf einmal eine der erfolgreichsten Bilderbuchreihen in Deutschland werden würde, haben wir nie uns erdenken können. Wie heißt du? Hm? Romy. Romy, I love that name. Romy ist ein schöner Name. Hm? Alles Gute. Empathie, der beste Weg, einen Menschen raus aus seinem Kasten zu holen, ist, ihn eintauchen zu lassen in anderen Charakteren. Brauchen wir Hummeln, den auch ein Kindergarten? Oh!
Warum brauchen Hummeln auch einen Kindergartenplatz? Von hier jetzt? Ja, weil sie schlau sind. Man lernt, mit anderen zu spielen, mit anderen zu streiten, mit anderen sich zu versöhnen. Hilft dir das, die Antwort? Kannst du das? Kannst du dich gut versöhnen? Auch so ein Kärtchen. Und dieses aus sich heraus in anderen einzutauchen, in anderen Welten, in anderen ja, Persönlichkeiten, andere Aussagen, das holt den Menschen in seine Herzensintelligenz raus, vielleicht auch aus einem eingeengten Kopf. Und deswegen liebe ich Bücher. 2011 wird Maite Kelly vom TV-Sender RTL gefragt, ob sie an der Show Let's Dance teilnehmen möchte. Hier haben wir trainiert. Guck mal, ich muss mich erst mal hinsetzen, weil ich bin etwas emotional gerade. Hier haben wir vor der ersten Show trainiert. Da weiß ich noch, war ich sehr, sehr nervös. Wahnsinn. Den Cha-Cha-Cha habe ich hier trainiert. Wir haben den Quickstep hier trainiert. Ich glaube, wir haben den Paso auch teilweise hier trainiert. Ich weiß noch, der Boden hier am Anfang, habe ich gedacht, wie kann das denn sein, dass so ein Boden so glatt ist? Man hat mich dreimal angefragt für Let's Dance und ich habe dreimal Nein gesagt. Weil ich habe gesagt, keiner will eine unästhetische, dicke Frau beim Tanzen zusehen. Und dann hat meine Tochter an jetzt gesagt, Mama, warum tanzt du nicht mehr? Man merkt es dir an, dass es dir fehlt. Also sagt Maite Kelly doch noch zu, nimmt Tanzunterricht und übt wie besessen. Der hat ja eher 2 Gramm zu viel als zu wenig, was Gewicht angeht. Aber wie die tanzt, wie sie bewegt, sensationell. Maite Kelly ist sozusagen die Frau, die ersichtlich nicht aussieht wie eine aus der ganzen Heidi Klum Wunderkiste. Die liebt es einfach, ihre Hüften wackeln zu lassen und einfach so zu sein, wie sie ist. Und das ist genau das Echte. Klar, wir konnten keine Hebefiguren machen. Ich habe meinen Tanzpartner verboten, er wollte es. Ich habe gesagt, nein, ich bin dafür, ich würde nicht damit leben, wenn dein Rücken was passiert. Ich habe auch gesagt, ich möchte nicht die Gewinnerin der Herzen sein. Da hatte ich schon so ein bisschen so einen Sportgeist. Also ich wollte nicht nur mit meiner Sympathie punkten. Wir waren von den Punkten durchschnittlich die besten Tänzer. Es war mein Befreiungstanz, es war dieses Freudentanz. Einfach nur nicht mehr über Schritte denken, einfach nur wow. Ich bin wirklich von allen Sinnen. Ich kann es selber nicht glauben, was ich gemacht habe. Ich habe keine Ahnung wie. Zu ihrer eigenen Überraschung gewinnt Maite Kelly die Castingshow Let's Dance. Der Startschuss zu einer weiteren Karriere. Mittlerweile weiß ich, ich bin auch eine Profitänzerin auf der Bühne. Und ohne Tanzen könnte ich meinen Beruf so nicht ausleben, wie ich es tue. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich versuch's nochmal und geh es daneben. Ich bin da. Ich habe immer, was ich gefühlt habe, auch versucht, trotzdem mit der Bäckerin von nebenan zu teilen. Maite Kelly kennt die Sehnsüchte ihres Publikums. In ihren Songs inszeniert sie den Traum von der großen, weiten Welt. Also der Träume nicht zu befriedigen weiß, soll lieber Kirchenmusik machen. Und zwar am besten in der unheimeligen Provinz. Die haben sich eben umgehört. Wie läuft das in Las Vegas? Wie läuft das in New York? Wie funktioniert Musical? Maite Kelly will ihr Publikum ganz persönlich ansprechen. Man sagt, das ist Maites Sprache. So spricht sie, so singt sie, so denkt sie. Inszenierung und Choreografie, das sind für Maite ihre ganz persönlichen künstlerischen Ausdrucksmittel. Für mich ist Schönheit, was wichtig ist. Ob das die Schönheit durch die Erzählung ist, durch Musik, durch Tanz, durch Bildhaftigkeit, durch Kostüm. Das sind alles Wege, wie man die Menschen zum Staunen bringen kann. Maite hat aus der Kelly Family heraus den Sprung als Solokünstlerin auf die großen Bühnen geschafft. Seit 2005 ist sie regelmäßiger Stargast bei den Schlagershows von Carmen Nebel und Florian Silbereisen. Meine Damen und Herren, Maite Kelly ist nicht nur erfolgreiche Sängerin,
Sie ist auch erfolgreiche Tänzerin. Es gibt das große Bedürfnis, auch von meiner Generation, nach Gefühlen, nach Pathos, nach Geborgenheit, nach Wärme. Das ist ein Vorbild für alle Frauen, ne? Es ist ja auch nicht so die Norm und ist einfach ein Powerpaket, einfach super. Dass sie frech ist. Einfach genial. Dass sie einfach sagt, was sie denkt. Ein Traum. Also ihr Auftreten und ihre Art und diese Sympathie, das ist einfach sehr eindrucksvoll. Ja. Ich finde es einfach super. Also das Selbstvertrauen, was sie hat und wie sie auf die Bühne gibt, also finde ich wirklich klasse. Maite Kelly weiß nicht nur, wie man den Schlager als kommerziellen Faktor nutzen kann, sie hat auch verstanden, was ihr Publikum braucht, um sich im Leben zurechtzufinden. Diese warme Decke, die kann man im guten Schlager für sich sehr schnell finden. Wird mich lieben, Lüge. Ich mach mir nichts vor. Für mich hab ich immer ein offenes Ohr. Seit 7 Jahren hat Maite Kelly auch ein eigenes Modelabel. Sie macht Mode für Mollige, Fashion für Curvy People. Für ein Fotoshooting steht sie natürlich auch selbst als Model vor der Kamera. Ich komme noch aus der Generation, es gab einfach keine Mode für fülligere Mädchen. Es gab für fülligere ältere Frauen ja, aber nicht für ein Mädchen von 16 Jahren alt und auch schon gar nicht für ein Mädchen oder eine junge Frau von 20. Und ich habe immer gedacht, das liegt an mir. Ich bin zu dick dazu, mich wohlzufühlen in Bekleidung. Und warum die Bluse, die jetzt die schlank hat, warum gibt es die nicht in meiner Größe? Wir verkörpern nicht nur eine Mode, wir verkörpern ein Wohlgefühl. Also zieh dir ein gutes Gefühl an. Mode für mich ist die Selbstbestimmtheit, die ich mir erlauben kann. Es ist nicht meine erste Haut. Also ich muss mit der Haut leben, die ich bekommen habe. Aber es ist die zweite Haut des Menschen. Genau, 60s. Und dann haben wir die Statement-T-Shirts, die wirklich in sind. Mein erster Job ist als Designerin, ist dafür zu sorgen, dass die Frau auch mit Größe 56 sich aus dem Haus traut. Maite Kelly will Frauen Mut machen, sich so zu akzeptieren, wie sie sind und nicht irgendwelchen Idealen hinterherzurennen. Ich finde, dass Maite Kelly uns beweist, also wie sehr man sich in einem Körper genießen kann, im eigenen Körper, der nicht ganz und gar den Modeterrorgesetzen sich unterwerfen will. Das ist eine wahnsinnig souveräne Geste. Zu jeder Kollektion gibt es so eine Art Sneak Peek. Bedeutet, wir können, also unsere Kunden können vorher schon mal schauen, worauf sie sich hinsparen wollen und müssen. Die neuen Kleider präsentiert sie in den sozialen Netzwerken und gleich in mehreren Sprachen. Oh, hi! Niederlands, how are you doing? We are shooting for Fall Collection. Hallo Österreich, ich bin's Maite Bubompri, schön, dass ihr bei uns seid, live. Bonsoir la France. Weibliches Selbstbewusstsein, das ist ein Teil des Erfolgsrezepts. Meine Figur ist nicht, das definiert mich nicht als Frau. Außerdem brauche ich ja nur einen Mann in meinem Bett. Ich brauche ja nur einen Mann, der mich liebt, der meinen Körper liebt und meinen Körper braucht. Ich brauche ja nicht alle. Und wenn ich auf die Bühne gehe, suche ich nicht die Bestätigung der Männer, sondern ich gehe da, um was zu sagen. Du solltest nicht allein auf eine Party gehen. Du solltest nicht so nah bei mir stehen. Was sie zu sagen hat, kommt an. Ich sollte nicht, wir wünschen, dass wir... Ich hatte so einen ganz starken Puls gehabt. Ich muss für den einen Hit schreiben. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Wir beide sollten uns nicht so. Ich besuche bei mir ein Konzert in Köln. Da sagt sie, ob wir uns mal treffen könnten. Nächsten Morgen, ja? Kommt zum Frühstück. Dann hat sie mir erzählt, ja, es war ein tolles Konzert, ganz klasse, aber die Musik, die du machst, gefällt mir nicht mehr. Ich sagte, na ja, was soll ich jetzt machen?
mich schreiben lassen. Wenn ich einen Song für Sie hätte, wo müsste ich es denn hinschicken, damit Sie es vielleicht hören? Und dann guckt er mich an. An mich. Ich so, kann ich Ihnen das wirklich einfach so direkt zuschicken? Ja, klar. Und morgens um 9 flog das bei mir ein, per E-Mail, und ich aufgemacht habe. Es war nur ganz eine Gitarre und ihre Stimme und die Stimme von Götz von Sydow, einem Komponisten aus Köln. Ich gleich gesagt, das ist ein Mordset, das Ding. Warum hast du nicht Mit über 86 Millionen Klicks geht das Lied im Netz durch die Decke und wird dort zum erfolgreichsten Schlager aller Zeiten. Dann saßen wir mit zum Frühstück und sagten, ich habe da so einen Satz, warum hast du Nein gesagt? Sagt, das ist ein Hit. Meinte, kam sie mir, sagt, wir müssen ein Video machen. Ich bin jetzt hochschwanger, du bist ein alter Mann, wie soll das gehen? Ich habe eine Idee, haben wir gesagt, wir machen stellen uns an so eine Brüstung und da gucken wir bis hier hin, dann gucken wir mal nach oben. Ich mache das Gesicht schön faltenfrei und dann lassen wir die Rolle zwei junge, hübsche Menschen spielen. Nach ein paar Monaten habe ich mal die Kommentare gelesen unter dem Video, dann schrieb eine Dame aus Dänemark. Ein ganz tolles Video und ein schönes Paar, auch das ältere Ehepaar, sehr nett. Warum hast du nicht Nein gesagt? Wunderbarer Titel, hätte ich sofort mit dir auch gesungen. Tolle Nummer, Riesenerfolg. Also sie ist schon, die hat was drauf. Die ist einfach gut. Eine Maite kommt, ein Ausbund an Lebensfreude und eine Person, die wirklich kreativ ist und die Menschen begeistern kann. Da passt einfach Song, Stimme, Ausstrahlung und vor allem Selbstbewusstsein. Maite hat ein auf der Bühne ein unglaubliches Selbstbewusstsein. So klingt Liebe. Ich kann sie hören. So klingt Liebe. Maite ist eine tolle Frau, die halt andere Menschen halt viel Mut gibt, insbesondere vielen Frauen. Und sie trifft den Nerv und gibt Frauen Hoffnung, dass jeder es schaffen kann. Maite ist Maite. Sie ist null Kunstfigur. Sie hat die Kraft, Schwächen zu zeigen, und das macht sie ungewöhnlich stark. So freischnauzig wie sie ist, ist sie auch sensibel. Die Aura, die sie hat, ist beinahe eine Lebensversicherung für sehr, sehr lange für sie. Maite weiß es, aus einer Panne ein Highlight zu machen. Und das ist im Fernsehen so, das ist bei den Live-Konzerten so. Die hat echt sowas von so einem Lebenskünstler. Mein Glück mit meinem Image momentan ist, dass ich so fehlerhaft bin, dass ich das Recht auch habe zu altern.